Hey Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. Übersteuere ich? Nein. Rede ich über Steuern? Nein, auch nicht. Alles klar. Das heißt, wir gehen jetzt mal runter auf Option und ich glaube, ich habe das extra hart ausgemacht. Genau, jetzt machen wir es an und ich muss kurz reinklicken und jetzt sind wir bereit für eine weitere Folge der Binding of Isaac und ich habe heute Bock auf eine Daily Challenge, also ein Daily Run. Mal gucken, wen spielen wir hier eigentlich? Na, wen spielen wir hier? Ist das Isaac? Ich glaube, wir spielen Isaac. Oh, mit dem D6 oder was? Nice, dann machen wir jetzt mal den Daily Run und versuchen mal den ersten Platz zu ergattern. Ich habe ja gestern gefragt, was ihr so sehen möchtet und ich habe mir so ein bisschen durchgelesen, also die ersten drei Kommentare, mehr scroll ich doch nicht. Hallo, ich bin YouTuber, ich muss meine Finger schonen. Okay, nee, Quatsch. Es gab alles mögliche, es gab Eden, es gab, ich soll mal eine Mod spielen und so. Das werde ich, glaube ich, auch mal testen. Ich glaube, ich mache eine Mod-Verstellung für Isaac, oder? Soll ich mal machen? Ich muss das mal machen. So, komm her. Keinen Schaden nehmen und alles töten. Das ist das Ziel jetzt. Ich glaube, ich werde eine Mod-Vorstellung machen. Ja, eine Mod-Vorstellung für Isaac. Genau, immer so wieder Mods vorstellen. Vielleicht ein paar visuelle Mods. Und ab und zu so große Mods, wie zum Beispiel die God-Mode, einfach mal anzocken, ne? Was haben wir hier? Das nehme ich nicht mit. Ich glaube, rerollen wir das? Weiß ich gar nicht. Vielleicht rerolle ich eher beim Boss. Ja, vielleicht auch lieber dort. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Eine Batterie wäre jetzt nicht schlecht. Könnte ich bitte eine Batterie bekommen? Komm schon. Bitte. Ich habe mich heute auch hübsch gemacht, ja, für die Daily Challenge. Habe ich das schon erwähnt? Verdammt nochmal. Ich habe nämlich gedacht, ich erwähne das einfach so als kleinen Gag. Ach, das gibt's doch nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist doch Bullshit hier. So. Ich dachte, wir kriegen wenigstens blaue Herzchen, mit denen wir uns schützen können im, auf der nächsten Ebene, damit wir einen Devil Deal bekommen. Wenn wir jetzt keinen Devil Deal bekommen, haben wir ein großes Problem. Komm her. Ich habe so keinen Bock auf diesen Kleinen, der gleich auf mich zufliegen wird, ne? Aber weißt du was? Ich werde mich da durchkämpfen. Ich werde mich durchkämpfen. Schon mal dich ein bisschen anschwächen. Sehr schön, solange er da ist. Ja, komm, renn mir hinterher. Renn mir hinterher. Wir verlieren jetzt sehr viel Zeit, habe ich das Gefühl. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Okay, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. So, gab's denn nicht einen Trick? Genau, da kann man ihn so staggern, aber vielleicht auch nicht. So, so ein bisschen. Gott, der erste Boss, der ist ja richtig nervig. Den habe ich gar nicht so nervig in Erinnerung. Haben die mehr Leben gegeben? Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Uah. So ein paar Mods vorstellen. Ich schwanke gerade hin und her. Also denke ich, ich bin mal hier, mal dort. Und auf jeden Fall schmecken Sandwiches mit ein bisschen Käse ganz gut. Zu viel Käse sollte auch nicht drin sein. Das nehme ich mit, weil es gibt noch ein blaues Herzchen und das andere reroll ich. Und ich nehme nur gute Items mit, weil sonst kriegen wir ein Minus, wenn es kein gutes Item ist. Und deswegen lassen wir es da liegen. So. Let's go. Ich habe so wenig Dailies gespielt, dass ich gar nicht weiß, wie, oh, diese Haare. Dass ich gar nicht weiß, was jetzt so genau Minuspunkte gibt, was man am besten nicht machen sollte, was man tun sollte. Ich sollte mir das mal durchlesen. So. Aber ich weiß, dass man, um den ersten Platz zu erreichen, auf jeden Fall cheaten muss. Okay, sehr schön. Zum Beispiel kann ich im Arcade Room spielen und Blut verschwenden, ohne dass ich Minuspunkte bekomme? Das frage ich mich zum Beispiel. Oh, oh, das ist hier ein bisschen kritisch. Komm, ich will keinen Schaden nehmen. Keinen einzigen Schaden. Sehr gut. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir so auf jeden Fall ein paar Punkte sammeln können. Und Boss Rush gibt extra Punkte und Hasch. Das heißt, Boss Rush und Hasch, das wäre schon ein Spasch. Seht ihr? So, komm, legen wir. Bomben legen ist auch Minuspunkt, oder was? Ja, Bomben legen auch. Ach du Scheiße. Dumb is scared. Na, ich weiß ja nicht. Ich hätte unten mehr platzieren sollen, habe ich Gefühl. Egal. Glitterbombs. Weißt du was? Ja, nehme ich mit. Jetzt haben wir ein paar Glitterbombs. Jetzt kann ich auch zum Beispiel das hier aufspringen. Ich bekomme ein Herzchen. Okay, was ist das? The Sun. Ach, sieh an, sieh an, sieh an. Tami's Head nehme ich jetzt noch nicht mit. Ich behalte meinen Reroll, falls wir den gleich bekommen. Auf jeden Fall auch für den Devil Deal. Ja, richtig, denn dort zu rerollen wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Auf jeden Fall nicht verkehrt. So. Ja, das ist natürlich super, dass du dich da versteckst. So, machen wir den erstmal fertig. Drei Schüsse, glaube ich, brauche. Yep, und weg. Alles klar. Ich mag Daily Challenges irgendwie. Doch, das macht auch verdammt viel Spaß. Könnten wir jetzt so vielleicht einführen, jeden Montag eine Daily Challenge, oder? Oder jeden Montag und Freitag. Oder jeden Montag bis Freitag. Oder jeden Montag bis Sonntag. Ach, ich weiß doch nicht. Ich weiß doch nicht. Okay. Bonusfolgen gibt es jetzt heute auch leider nicht. Eieiei. Oder ich kann Daily Runs als Bonusfolgen immer reinknallen. Ich kann Daily Runs immer als Bonusfolge reinknallen. Ja, das wäre eine Idee. Komm her. Komm her. Ich weiche schön aus. Ich weiche schön aus. Ui.
Zack, Bombe legen. Auf Wiedersehen sagen. Junge, wir brauchen jetzt echt einen Damage-Up oder sowas, ne? Das wäre echt schon ziemlich knorke, wenn ich mal ehrlich bin. Kein Schaden bei Hasch nehmen wird übrigens sehr schwer. Aber ich werde mal versuchen, mein Bestes geben zu tun. Okay, sehr schön. Ich würde gerne Bombe legen, aber der rast gleich los. Das wäre dann Verschwendung. Dann lieber hier eine Bombe legen. Boom! Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Yes, sir. Okay, dann lass mal schauen, was wir jetzt im Devil Deal haben. Oh, das nehme ich mit. Das ist ein super Item. Und hier haben wir Krampus. Oh nein. Aber wäre auch ganz gut, weil wir jetzt rerollen können, falls es Krampus Head ist. Wenn es Kohle ist, nehme ich mit. Kohle nehme ich mit. Ja, doch. Kohle ist schon ein bisschen verlockert. Verlockert? Was? Verlockend, meinte ich. Ah, nicht drehen. Ich finde es süß, wie eine kleine Puppe. Mitnehmen. Die kleine Glückspuppe. Es ist Kohle. Okay, Kohle nehme ich mit auf jeden Fall. Und jetzt das hier auch noch. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz zurück. Und rerolle Tamis Head zu etwas ganz Besonderem. Ihr werdet schon sehen. Ihr werdet Augen machen. Ihr werdet Augen machen. Pass auf hier. Und Holy Mantle. Das heißt, wir können jetzt in die Zacki-Zacki-Räume rein. Wie geil ist das denn? Sag ich euch, ziemlich. Wow, wir machen aber ziemlich wenig Schaden. Das nehmen wir auch mit, haben eh kein Trinket. Let's do this shit, man. Oh yeah, Holy Mantle. Verdammt, Mann. Wusste gar nicht, dass ich das da in der Kiste bekommen kann. Cool. Okay, hat sich gelohnt, schick zu machen. So ein bisschen. Eigentlich ist es kalt und irgendwie sieht mein Schädel immer sehr klein aus, wenn ich solche Sweatjacken trage momentan. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich drehe durch. Was ist hier drin? Nein, das mache ich jetzt nicht. Aber einmal reingucken. So, denn man bekommt... Wow, man bekommt ja auch extra Punkte fürs, warte, was, wenn ich Schaden bekomme durch Holy Mantle? Zählt das dann auch als getroffen? Also man bekommt auf jeden Fall Bonuspunkte für alles Erkundschaften. Das ist, weiß ich. So, was ist hier drin? Eine Trollbombe. Eins nach dem anderen. Schön, eins nach dem anderen. Ah. Mensch, diese Zacki-Zacki-Räume, die, also wenn die sich nicht lohnt, dann weiß ich nicht, was sich noch so lohnen sollte. Okay. Sehr gut. Kommt her. Würdet ihr bitte in die Luft fliegen? Ja, das ist super. Aber leider kein Magic Mushroom. Na, da hättet ihr gestaunt, wenn ich da jetzt ein Magic Mushroom rausgeholt hätte, was? Ihr würdet denken, boah. Hat der ein verdammtes Glück, dieser Dödel. Okay, weg damit. Ich will nicht getroffen werden. Vielleicht zählt Holy Mantle auch als Treffer. So, ein bisschen Ausweichskills üben. Zack, zack, zack. Hier und dort ein bisschen ausweichen. Warte, wenn ich da jetzt durchrase, könnte ich den Schlüssel und alles mitnehmen, oder? Aha, aha, aha. Sieh an, was wir dort haben. Nehme ich das mit? Aha, aha, aha. Sieh an, was wir dort haben. Weißt du, wie wir das jetzt machen? So. Gehen hier wieder raus. Okay, machen den mal kaputt. Da ist noch was Interessantes. Nehmen mal mit. Na, wir brauchen Schlüssel. Jetzt renne ich hier einmal nochmal durch, so zack. Kein Schaden. Das nehme ich nicht mit. Guppy's Head haben wir einmal. Den nehmen wir mit. Ich will noch nicht rerollen. Ich will erstmal gucken, ob wir was beim Boss bekommen oder ein Devil Deal oder Angel Deal. Oh, wir haben keine Bomben. Oh, wenn ich jetzt einen Angel Deal hätte, ne? Oh, warte mal. Ein Angel Deal und dann Bombe sprengen und dann beide Items rerollen. Ich habe gestern wieder privat für Speedruns ein bisschen geübt, also das Blue Baby geübt und so. Und wisst ihr, was ich da bekam? Ich habe 20-20, dann Triple Shot, also da hatte ich dann 5 Schuss. Und dann habe ich noch Godhead im Angel Deal gefunden. Einfach durch Reroll. Und das hatte ich wirklich geplant. Und weißt du, wenn der Plan noch aufgeht, dann denkst du dir, scheiße, wieso habe ich das nicht gerade aufgenommen? Oder wieso streame ich nicht gerade? Aber trotzdem war der Run irgendwie so 15 Minuten lang, weil ich das erst alles sehr spät bekommen habe und am Anfang gelitten habe. Okay. So, ich habe ein paar Versuche gemacht. Ich habe versucht, ob vielleicht Schwupp-der-Wupp oder sowas sich anbietet als Start-Item. Okay, wir müssen uns aber auch ein bisschen beeilen, ne? Aha, Bomben ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir könnten jetzt den Boss auf jeden Fall wegklatschen. Let's do this shit. Und wenn Angel hier kommt, bin ich vorbereitet. Dann bin ich vorbereitet. Hallo, Chap. Oh, ich würde ihn gerne mit Bomben füttern. So, oh, nicht getroffen werden, nicht getroffen werden. Oh, ich hätte auch gucken können, ob das jetzt Minuspunkte gibt, wenn ich da Holy Mantle verliere. Als ich über die Stacheln gelaufen bin. Ich bin nur jetzt, also weil Holy Mantle zählt ja zum Beispiel bei der Stopwatch auch als Treffer. Also du kriegst zwar keinen Schaden, aber dadurch wird zum Beispiel die Stopwatch getriggert und so. Habe ich aber noch nie gesehen. Nur gehört, nur gelesen. Das nehmen wir natürlich nicht mit. Dann reroll ich lieber hier Guppy's Head, genau. Auch wenn wir dort die Chance hätten auf einen Magic Mushroom oder sowas, aber naja.
Na, den will ich jetzt auch nicht mitnehmen. Warte mal ganz kurz. Vielleicht gibt es im Shop eine Batterie, die ich mir gönnen kann. Go, go, go. Go, go, go. Ein bisschen Speed-Up wäre nicht schlecht. Leider keine Batterie. Nun gut, nun gut, nun gut, nun gut. Es gibt aber dann noch einen Raum, den ich gerne abchecken würde. Ich weiß gar nicht, gibt es da jetzt wirklich die Möglichkeit, Bonuspunkte zu geben, wenn ich jetzt alles erkunde? Ja, guck mal, es gibt Punkte. Es gibt auf jeden Fall Punkte, wenn ich hier reingehe. Ich habe gerade 10 Punkte oder 20, weiß ich gerade nicht. So, jetzt haben wir aber alles. Jetzt können wir abhauen. Keybomb lassen wir liegen, das Item da unten lassen wir auch liegen, weil das gibt auch alles Minuspunkte, wenn du unnötige Items aufhebst. Also Items aufhebst, die du eigentlich nicht brauchst oder so. Du musst dir schon überlegen, was du mitnimmst. Und den Kollegen nehme ich gerne mit, weil wir sind doch schon ziemlich schwach. Und Guppy's Set auch für Guppy, kann auch sein. So. Let's go. Flooded Caves 2. Na gut, boxen wir uns mal hier durch. Mein Kollege und ich. Wow. Boah, ist das nervig. Oh, da wurde ich getroffen. Aber ich glaube, das hat nicht als Schaden gezählt. So, ein bisschen Abstand halten, dann machen wir auch mehr Schaden. Mein kleiner Fates-Reward. Ja, sauber, toll, super. Ui, links, rechts, geradeaus. Sehr schön, Münzen aufheben, die geben auch Punkte. Ich finde es ein bisschen blöd, dass Bombenlegen Minuspunkte gibt, ne? Ich finde das ein bisschen blöd. Ich weiß nicht. Hm. Aber auch wiederum Pluspunkte, ne? Wenn ich die aufhebe. Aber auch wieder Minuspunkte, wenn ich sie einsetze. Das macht keinen Sinn. So, einfach mal öffnen. Auch wenn ich jetzt keinen Schlüssel habe, was vielleicht ein großer Fehler war. Verdammt nochmal. Ich habe nicht zu weit gedacht. Ich dachte mir nur, Holy Mantle, ich komme an die Kiste ran. Ich habe Holy Mantle, ich sollte es nutzen. Das dachte ich mir. Amnesia. Oh nein. Das ist doch grausam. Komm, erstmal den erledigen. Sehr schön. Hier einmal ausweichen. Da einmal ausweichen. Okay. Noch einmal ausweichen. Und... das wäre erledigt. Und hier haben wir auf jeden Fall erstmal eine Horde voll Fliegen, die wir wegsprengen. So. Getötete Gegner geben auch keine Punkte, ne? Das ist verrückt. Ich dachte, getötete Gegner geben Punkte. Ich bin gerade schockiert. So, müssen wir endlich in... ach, wir müssen auch nur Mom's Heart besiegen. Das ist ja... ach, das geht nur bis Mom's Heart? Wieso das denn? Jetzt bin ich traurig. Ich wollte viel länger spielen. Bis in die Chest. Stimmt, das ist ein Nachteil von... von den Daily Runs, auf jeden Fall. Full Health, okay, einfach einsetzen. Warte mal, wenn es nur bis Mom's Heart gibt, dann... was ist, wenn ich jetzt Hasch mache? Ist die Challenge dann nicht vorbei? Habe ich dann was... ich verstehe jetzt gar nichts mehr. So, lass uns erstmal ganz kurz in den Itemraum schauen. Der war hier oben, ganz nah. Da. Wir haben hier Explosivo. Weißt du was? Ich nehme das mit. Ich nehme Explosivo mit, ja. Es hat aber auch seine Nachteile, weil die Tränen, die an den Gegnern anheften, die sind auch, also die machen keinen Schaden leider. Aber gegen ihn ist das perfekt. Guck mal, der kann sich nicht bewegen. Der muss jetzt zugucken, wie diese Bälle groß werden an ihm und es explodiert. Da ist es schon von Vorteil, aber gegen Gegner, die im Boden verschwinden zum Beispiel, ist das ziemlich kacke und bringt so gut wie gar nichts. Das ist so ein Item, da streiten sich die Gemüter, oder was? Und was haben wir hier? Ah, weißt du was? Ich spreng dich und reroll dich gleich, Mann. Ja! Gehört. Okay, das war so ein Angriff. War ein bisschen blöd, ich konnte nicht hinter ihm, weil er ziemlich nah an der Wand war. So, und jetzt passt auf, Leute, passt auf. Das nehme ich jetzt nicht mit, nein, nein, nein. Das gibt irgendwie, wenn du Leben aufhebst, dann bekommst du einen Begleiter, einen Angel, also einen Guardian Angel. Was gab's da noch? Ich weiß nicht. Necropolis XL, ach, guck mal. Weißt du was? Da setze ich das ein. Boom. Auf der XL-Ebene setze ich lieber das jetzt ein, damit wir... schneller vorbeikommen. Ah, wir können Hasch gar nicht machen. Wir könnten aber den Boss Rush machen, der Bonuspunkte gibt. Ich wurde auch noch kein einziges Mal getroffen, oder? Oh, das ist gut. Aber kann auch passieren. Aber kann auch passieren. So, wir kämpfen uns hier durch. Ich will auf jeden Fall auch in den Zacki-Zacki-Raum rein. Oh, nein, 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 nein. Guck mal, da hat es mich erwischt. Explosivo. Don't do it, man. Don't do it. Eine Batterie, das ist schon mal sehr von Vorteil. Einfach hier vorbei. Keine Angst zeigen. Denn Angst ist die größte Schwäche. Wow. Nein, Angst ist eigentlich auch eine Stärke, was? Ich laber gerade irgendein Müll. Ohne Angst, da hättest du auch ziemlich... also da würdest du aber... puh, also Angst gehört schon dazu, Mann, ne? Angst gehört schon dazu. Okay. Hier würde ich auch gerne alles sprengen, aber gut. Ich halte mich zurück. Oh nein.
Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaube, ich fliege in die Luft. Sehr gut. Oh, fuck. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nein, wir wurden erwischt. Scheiße. Ich dachte, ich schaffe einen Run, ohne einmal Schaden zu nehmen. Ist das ärgerlich. Zweites Guppy-Item oder sowas? Ach. Und hier kriegen wir jetzt auch nochmal... Nein, haben wir nicht. Wir haben es nochmal geschafft daraus. Puh. Einmal Schaden genommen. Beschmutzt. Wir sind beschmutzt. Beschmutzt. Das fühlt sich so dreckig an. So eklig. Verdammt nochmal. So, was ist da unten? Diese blöden Explosive, ne? Das hätte ich nicht mitnehmen dürfen. Hätte ich mich nicht mitnehmen dürfen. Verdammt nochmal. Danke. Was ist da drin? Etwas, was ich rerollen kann. Schade. Ich dachte, wir kriegen da einen Schlüssel raus. Oh, Junge. Könntet ihr mal ein bisschen chillen? Nur so ein Ticken chillen. Nur so ein bisschen. Ganz bisschen. Danke. Oh nein, Mom. Hi. Komm runter. Ich hoffe, du bist Fettfinger-Mom. Ja, du bist Fettfinger-Mom. Sehr schön. Okay. Da kommt noch eine Hand runter. Kannst du jetzt bitte mal abkratzen? Dieses blöde Explosivo, ne? Ich wollte es aber mal testen. Ich wollte es mal testen. Hier gegen die Gegner ist es wiederum sehr cool. Wenn es da kleben bleibt und der einfach mal ein paar mitnimmt in den Tod. Oder gar keinen. Sehr schön. Und da hat sich das schon auf jeden Fall gelohnt. Dankeschön. So. Ups, kleines Bäuerchen. Die Itemräume sind ja voll weit zerstreut, Mann. Aber ich schaue mir das auf jeden Fall an. Den Bosswasch müssen wir jetzt nur noch schaffen. Ja, den Bosswasch müssen wir schaffen. Vielleicht scheiße ich auf drauf und gehe einfach direkt, also auf die Itemräume und clear nicht alle Räume, sondern einfach nur das Nötigste, weißt du? Wir brauchen ja auch noch Schlüssel. Das ist das Problem. Wir brauchen auch noch Schlüssel. That's a little problem. Like the spiders. Explosivo, mein Gott. Das bleibt, glaube ich, ein Item, das ich nur mitnehme, wenn Curse of the Blind herrscht, weißt du? Und nur aus Versehen. Na, guck mal, gegen dieses ganz nett, oder? Komm. Komm, bleib kleben. Sehr schön. Ja, sehr schön. Dann gibt er ihn weiter. Komm, explodier. Oh, das ist gut platziert. Das ist sehr gut platziert. Ah, gegen die Gegner ist es ganz nett. Okay, okay, okay. Aber nein. Es bleibt für mich genauso wie Soymilk. Zwar manchmal gut, aber meistens dreckig. So. Ich will jetzt aber kein zweites Mal getroffen werden. Kein zwei... Oh, oh. Na, das hat sich dann wohl erledigt. Na, das hat sich dann wohl erledigt. Okay. Verdammt nochmal ab, ey. Skaliert das eigentlich mit Mr. Mega und sowas? Oder nicht? Diese Frage stelle ich mir gerade. Kriegen wir einen Schlüssel? Nein, kriegen wir nicht. Ich hätte aber gern einen Schlüssel. Wenn ich mal ehrlich bin. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich jetzt aber gerne einen Schlüssel. Verdammt nochmal, was soll das hier? Ich will wissen, was im Itemraum ist. Aber wir müssen auch den Bosswasch machen, leider. Ja, wir müssen ihn machen. Weil der gibt verdammt viele Punkte. Aber wir sind verdammt schwach. Na, wobei, mit Explosivo, da könnten wir schon ein bisschen Damage austeilen beim Bossen. Beim Bossen. Was? Was tust du gerade? Ich bosse. Ah, okay. Minne mit. Boah, ist die Ebene lang. Komm, springen wir uns hier mal durch. Geheimraum gefunden. Gibt doch bestimmt auch extra Punkte. Jawohl. Legen wir mal eine Bombe. Na, sehr gut. Der gibt auch Pluspunkte, wenn man den springt. Okay. Meine Güte. Ist er verrückt? Oh, das zieht auch. Nee, das ist. Ach, wir betreten nur einen neuen Raum. Das gibt Punkte, okay. So. Der Itemraum. Kriegen wir noch unterwegs vielleicht einen Schlüssel hier zu diesem Itemraum? Das wäre echt irgendwie hilfreich, Mann. Oh, da kriegen wir Schaden, weil wir verdammt langsam unterwegs sind wegen diesen blöden. Oh, zweimal Schaden genommen. Oh, so ärgerlich. Das tut so weh. Man will immer so perfekt spielen und dann passiert so ein Fehler. Okay. Vielleicht hätte ich die gelbe Spritze mitnehmen sollen, hätten wir ein bisschen mehr Speed-Up oder sowas. Schlüssel, kein Münze, kein Schlüssel. Okay, der ist tot. Der ist tot. Boom. Und ein Schlüssel, alles klar. Ich benutze ihn auf jeden Fall für den Itemraum und wir bekommen so einen Dreck. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, den können wir rerollen und bereuen es. Gut. Sehr schön, dann lass mal versuchen, jetzt den Bossrush zu erreichen, was? Mensch, das wird ja einfach. Mensch, das wird ja einfach. Ich habe schon Explosivo. Dankeschön. Vielen Dank für die Bombe. Wir müssen uns auf jeden Fall im großen Raum durchsprengen. Ansonsten schaffen wir es nicht. Aber wobei, dann habe ich keine Aufladung für den Würfel. Das ist alles perfekt getimed. Oh, Leute, das wird wieder sehr knapp.
Das wird wieder sehr knapp. So. Magic Mushroom wäre jetzt nicht schlecht. Komm schon. Bye. Okay, komm, das nehmen wir auch mit. Haben wir eh Holy Mantle. Ein paar extra Punkte. Kein blaues Herzchen, okay. Let's go. Raum Nummer 4. Dann kommt 5 und wenn wir morgen besiegen, 6. Dann können wir rerollen. Schlüssel nehme ich jetzt einfach mal mit. Let's go. Oh, du. Oh, du. Du bist jetzt erstmal weggesprengt, was? Yes. Go, 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 go. Und blaue Herzchen haben wir bekommen. Wie cool ist das denn? Ein weißes will ich jetzt nicht mitnehmen. Oh, nice. Wirecode-Hänger. Sehr schön. Gibt das auch Pluspunkte? Ja. Hey, Mom. Let's go. Jetzt aber zurück zum Itemraum. Finde ich, lohnt sich nicht. Wahrscheinlich wäre da voll was Gutes drin, aber naja. So. Okay. Na, nicht jede Träne macht Schaden. Das nervt mich gerade. Das nervt mich gerade extrem. Sondern viele davon sind einfach nur Explosivo. Junge, das nächste Mal nehme ich dich nicht mit, ey. Du zerstörst ja voll den Spielspaß. Oh. Oh. Komm schon. Nein, da ist noch eine Fliege. 30 Sekunden. Oh, das wird nichts. Oh, das wird nichts. Oh, das wird nichts. Oh, das wird nichts. Ich muss mit mehr Bomben arbeiten, was? So. Okay, wir wurden schon einmal getroffen. Nice. Komm, zeig mir dein Auge. Nein, verdammt, ich dachte, er öffnet sich dort. 13 Sekunden noch. Oh nein. Au. Jetzt verlieren wir aber ganz viel Schaden. Oder bekommen viel Schaden. Nein, wir schaffen den Bosswasch nicht. Oh, ist das ärgerlich. Oh, ist das ärgerlich. Oh, doch, 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 doch. Nein, ist er nicht da. Eine Sekunde zu spät. Oh nein. Wie dumm ist das denn? Ich kann sogar das hier rerollen, weil wir müssen gar nichts davon mitnehmen, weil es nur bis zu Moms Heart geht. Ne, nehme ich das hier mit. Scheiße, eine Sekunde zu spät. Ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich, okay. Oh Mann, wir sind bestimmt auf, keine Ahnung, Platz minus 1000. Eieiei. Eieiei. Und alles wegen nur Explosivo. Alles wegen Explosivo. Alles wegen Explosivo, ja. Ich schiebe ihm die Schuld in die Schuhe. Weil guck mal, wir hätten eigentlich schon die Gegner schnell töten können, aber da die keinen Schaden machen, können wir die nicht töten. Und jetzt bekomme ich Schaden ohne Ende. Trotz Holy Mantles. Trotz Holy Mantles. Na gut. Ich akzeptiere es einfach. Ich akzeptiere es einfach. Auf Wiedersehen. Gut, der Run hat aber schön begonnen, aber dann stark nachgelassen, was? Vielleicht kriegen wir... Ich habe ab und zu diese blöden Ruckler jetzt seit ein paar Tagen. Das nervt auch extrem während der Speedruns, weißt du? Diese blöden Ruckler. Ah, okay. So. Und Polaroid-Effekt hätte ich auch übrigens überhaupt nicht bekommen. Also es hätte sich überhaupt nicht gelohnt, das Polaroid mitzunehmen. Weil ich habe zu viel Herzchen. Also wir kriegen gleich im Devil Deal. Na sag schon Abaddon. Das ist mir vielleicht deine Möglichkeit. Gut, schon mal getroffen, ne? Gut. Ach, da unten bist du. Hi. Ah, Explosivo. Komm, mach mal schneller. Was? Der ist entkommen. Verdammt, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, hier, ne? Was ich erwähnt habe. Gegen solche Gegner, die ganze Zeit im Boden verschwinden, ist das echt nervig. So. Okay. Und bye-bye. Und... der ist jetzt auch infiziert. Der ist jetzt auch infiziert. Okay. Ah, ärgert mich das. Das ärgert mich schon ein bisschen, dass wir Explosivo nicht liegen gelassen haben. Sondern ich es testen wollte einfach mal, weil ich es lange nicht mehr hatte. Aber nun gut. Nun gut. Was passiert ist, ist passiert. Wir akzeptieren es und ärgern uns und lernen beim nächsten Mal. Dazu würde ich sagen, nicht wahr? Meine Lieben. Hauptsache, wir machen jetzt einen Full Clear hier. Oh Gott. So. Ja, okay, komm. Nice, da hat er ihn auch mit in den Tod gerissen. Das gefällt mir. So. Wow, 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 da wurden wir getroffen. 15.000 Punkte. Hätten wir den Bosswasch jetzt gemacht? Ich weiß nicht. Lohnt sich das? Ich glaube, da bekommen wir irgendwie 3.000 Punkte und am Ende wird das auch nochmal abgerechnet. Ist das der Swag-Bonus? Da gibt es einen Swag-Bonus. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich habe doch keine Ahnung. Ich spiele doch nur gerade das zweite Mal The Binding of Isaac. Okay, ist gelogen, das dritte Mal. Und da kann man noch nicht alles wissen. Ich weiß nur, dass dieser Raum ziemlich abgefuckt ist, wenn ich das sagen darf. Okay. Auf Wiedersehen. Zeig dich. Sehr gut. Sehr gut. Huh.
Ich bin aber froh, dass wir den Wirecode-Hänger haben und sowas. Einfach ein bisschen Tears up, das ist schon sehr sexy. Ist das eine lange Ebene? Das ist eine lange Ebene, verdammt lange Ebene. Da freue ich mich schon richtig drauf, wenn wir heute Speedrun streamen. Autsch, autsch, autsch. Weißt du? Dann werde ich wieder alles clearen, was? Die Bomb-Ebene ist so richtig. Da kriegt man das Schaudern als Speedrunner. Außer du hast den Kompass oder die Karte. Dann fühlst du dich so erleichtert. Als hättest du eine Woche lang nicht gepinkelt und dann bekommst du plötzlich ein Klo. So, sehr schön. Danke. Mitnehmen. Amnesia. Ja, könnten wir einsetzen, aber... So, komm her, meine Süße. Na, nicht rein, denn da. Du. Jetzt macht sie bla bla. Und buh. Und gegen die ist sie auch verdammt gut. Guck mal, diese Explosion. Sehr schön. Und erledigt. Bye bye. Ein Angel Deal wieder. Rennt schon wieder nichts. Mein Gott, die Angel Deals, ne? Ist nicht mein Deal, oder? Aber nur Angel Bullshit. Naja. Komm her. Yes, das hat gesessen. Komm, noch mehr verteilen. Flieg in die Luft. Oh, yes. Jetzt freue ich mich, das mitgenommen zu haben. Die Nonnenhaube, natürlich. Warte mal, kann ich sie dann jetzt aufladen, weil es ja als... Das da... Ach, nehme ich mit, komm. Vielleicht bekommen wir eine coole Karte. Temperance, aha. Aha. Verliere ich Punkte? Guck mal, ich verliere Punkte, wenn ich dran spiele. Wie dumm ist das denn? Okay. Jetzt habe ich aber dazugelernt. Jetzt weiß ich, dass ich dadurch auch Schaden nehme. So. Auf Wiedersehen, ihr zwei. Danke. Und tschüss. Das ist hier. Oh, nein. Die Nonnenhaube wird aber leider auch nicht aufgeladen durch Holy Mantle Treffer. Schade, das wäre natürlich ober-mega-affentitten-geil. Sorry. Es wäre ziemlich knorke. Aber man sagt das so. Früher hat man das immer so gesagt, ne? Als ich noch klein war, da habe ich diesen Spruch immer gelernt. Das seht ihr, ich war auch schon früher sehr, sehr geprägt von solchen Wörtern. Und ich hoffe schon, keine Eltern zu. Okay. Na, komm her. Würdest du bitte in die Luft fliegen und ein paar von dir in die... Okay, oder du stirbst. Ist ja ein bisschen Kohle. Ich bin froh, dass wir auch Kohle haben. Wir haben ja echt... Das ist ja ein beschissener Run, ne? Das ist ein richtig beschissener Daily Run. Ihr könnt mir gerne schreiben, welchen Platz ihr genommen habt. Oder bekommen habt. So. Ob ihr vielleicht keinen Schaden bekommen habt. Ob ihr auch Holy Mantle bekommen habt. Uiuiui. Mann. Ja, was hätte ich auch anders machen können? Vielleicht mehr Keeper sprengen, damit ich in Devil Deal komme, weißt du? Mehr böse Taten, mehr Bettler sprengen und alles mögliche. Das hätte ich vielleicht noch machen können. Aber ansonsten habe ich keine Ahnung. Ansonsten habe ich keine verdammte Ahnung. Boom! Okay, noch mehr Bomben. Ich würde sagen, hier geht es nicht zum Boss, dann werden wir uns mal hier kurz durchbequemen. Hallo? Ich gehe mal ganz kurz hier durch. Ich hoffe, es stört sie nicht, dass ich sie einfach ignoriere und an ihnen vorbeigehe. Dankeschön. So, oh mein Gott. Okay, das ist die flotte Karotte jetzt. Oh mein Gott. So, weg damit. Den vollkleistern mit Pickeln. Wir befördern sie in die Pubertät. Die bekommen Pickel auf Pickel. Ach du Scheiße. Junge, den ist ja richtig erwischt mit Explosivo. Den hat sie ja richtig erwischt. Sehr nice. Danke. Hier ist noch ein Miniboss, alles klar. Dann fetze ich dich mal ganz kurz weg. Wortwörtlich. Mann, ich bin gespannt, wie viele Punkte wir bekommen und welcher Platz wir sind. Das ist schon ein bisschen spannend, aber... Ärgerlich, dass wir Schaden genommen haben. Das tut so weh. So, die Kiste machen wir mal auf. Mal gucken. Ah, Pillen? Na, ich weiß nicht. Oh oh. Nice, das nehmen wir auch mit. Und auf geht's, it lives. Na, die wird gleich flüchten, das wird nervig. Das heißt, Explosivo bringt noch nichts. Jetzt erstmal diese Augen töten. So, und gleich bringt Explosivo aber ganz schön viel. Mit etwas Glück und mit etwas Pech haben wir jetzt unseren Holy Mantle verloren, verdammt. So. Ich hätte vielleicht Glitterbombs nicht mitnehmen sollen und dann rerollen, keine Ahnung. Yes. Und das wär's. Und leider können wir keinen Hasch machen. Dafür können wir aber den hier noch besiegen und mal rerollen und vielleicht bekommen wir Godhead oder sowas.
noch ein paar Minuspunkte holen. Sehr nice, sehr nice. Okay. Und rerollen, es ist leider nichts. Das, verdammt, wir könnten uns einen Schaden machen, geht nicht. Bleibt doch nicht offen. Gut, wir haben es geschafft. Dann lass mal gucken, welchen Platz wir jetzt haben. Wir sind Platz 176. Okay, die Challenge ist aber auch noch frisch. Damage Penalty, auch gar nicht mal so viel. Exploration Bonus, okay. Swag Bonus. Damage. Time Level 8. Level 18. Was heißt denn Time Level 8? Ich check das gar nicht mehr. Gut, Freunde, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Die Daily Challenge habe ich mir ein bisschen epischer vorgestellt. Tut mir sehr leid. Aber, naja, ich kann nichts dafür. Wir haben uns jetzt hier durchgekämpft. Ihr könnt euch jetzt messen, mal gucken, welchen Platz ihr bekommt. Aber wie gesagt, es kann sein, dass jetzt mehr Leute mitspielen, weil die Challenge war erst 4 Stunden online, glaube ich. Trotzdem, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns mal demnächst mit ein paar Mod-Vorstellungen. Ich stelle euch auch eine Mod vor, die God-Mod in Afterbirth. Und, ja, wir werden auch eine Menge Spaß haben mit Isaac. Auch wenn das hier jetzt lahm war. Aber hey, es gehört auch dazu, ne? Es schneit draußen. Scheiße! Bis dann, Leute.